Hallo zusammen, ich bin Mona Schäfer von Pferdemenschendialoge.eu und ich habe euch heute eine Kleinigkeit vorbereitet, um euch vielleicht eine kleine Hilfestellung zu geben, wenn es euch so gehen sollte wie drei meiner Coaching-Kundinnen letzte Woche. Ich habe nämlich innerhalb von einer Woche gleich drei, ja fast Notrufe bekommen per Telefon bzw. per E-Mail von drei Langzeitkundinnen, die, ich weiß nicht, ob es am Vollmond lag letzte Woche, trotz all der tollen Fortschritte, die sie mit ihren Pferden gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten, wirklich richtig gehende Abstürze hatten. Die eine war so weit, dass sie sagte, sie hat überhaupt keine Ahnung, ob das mit ihr und ihrem Pferd überhaupt noch was wird und ob sie überhaupt der richtige Mensch für ihr Pferd ist. Bei den beiden anderen war es nicht so dramatisch. Aber ich hatte dann zum Glück allen dreien ein kleines Bild gezeigt. Zum Verändern der Perspektive. Und das hat eigentlich allen dreien sehr gut getan. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch das auch mal und erkläre euch, was ich damit meine. Weil wir ja eigentlich alle im Leben es kennen, wenn es mal auf und mal ab geht. Ich habe das hier mal auf einer kleinen Kurve dargestellt. Diese bekannte Sinuskurve aus Matheunterricht. Es geht auf und es geht ab und es geht auf und es geht ab. Wir lernen, wir entwickeln uns, wir kommen vorwärts, es fühlt sich alles super toll an, wir haben ein Hoch, irgendwas geht schief, Absturz. Und so geht es Wochen, Monate, Jahre. Aber wir bewegen uns irgendwie so auf einem Level mit unseren Ups und Downs. Das passiert gerne, wenn wir so vor uns hinleben und vor uns hin wursteln, ohne uns wirklich so bewusst zu machen, was wir tun und warum und wo wir stehen und das alles so ziemlich unbewusst läuft. Dann gibt es aber auch die Möglichkeiten, sich selber so ein bisschen zu beobachten, rein zu fühlen, rein zu denken. Ich bin kein Gegner des Denkens. Und dann sieht es schon öfter so aus, dass wir zwar da auch unsere Ups und Downs haben, in eine Hochphase kommen haben, ein hohes Plateau haben, trotzdem wieder irgendwas sich verschlechtert und wir trotzdem diese Auf- und Abgeschichten haben. Aber wie ihr schon seht, ich habe hier mal die Linie etwas ansteigend gezeichnet. Wenn wir uns selber bewusst machen, wo wir da ganz am Anfang gestanden haben und wo wir uns hin entwickeln, dann merken wir, dass egal wie tief, hier so ein ganz tiefer Absturz, der führt schon mal auf einen Punkt, der tiefer ist als unser Startpunkt. Ja, aber im Großen und Ganzen geht es doch auf und ab und auf und ab und trotzdem immer in einer Linie, die uns so ein bisschen weiterbringt in unserem Gefühl, in unserem Verständnis, in unserem Denken, Fühlen und Handeln, sage ich immer, in der Beziehung mit unserem Pferd. Und das zu uns selber zu verdeutlichen, uns selber klar zu machen, ist eine Sache, die mir immer sehr hilft. Ich kenne diese Abstürze natürlich selber sehr gut und die auch den drei Pferdefrauen, die mich letzte Woche angerufen hatten, sehr geholfen hat. Die sagten, Mensch Mona, logisch, wenn ich mir anschaue, wo ich noch vor 6 Wochen stand oder vor 3 Monaten oder vor 3 Jahren, natürlich sehe ich jetzt, wenn ich bewusst hinschaue, was für eine Entwicklung wir hingelegt haben. Und selbst wenn der Absturz, die Verschlechterung, in der ihr glaubt zu sein, euch beutelt und runterzieht, versucht es doch einfach mal mit diesem Wechsel der Perspektive, des Blickwinkels und schaut euch mal an, wo ihr noch vor Wochen und Monaten gestanden habt. Und so hatte ich das diesen drei Mädels erzählt. Natürlich noch mit ein bisschen genauerem Blick auf die jeweilige Situation. Und siehe da, es kamen sofort Jubelmeldungen war nicht bei allen drei Jubelmeldungen, aber es war sofort, ja, du hast recht, es war eine tolle Entwicklung. Der Tipp hat uns wirklich weitergeholfen. Und deshalb habe ich gedacht, ich gebe ihn auch an euch weiter, falls auch immer ihr mal in so einem Tief stecken solltet, dass ihr euch daran wieder so ein bisschen aufrichten und hochziehen könnt. Wenn das alleine nicht reicht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich blende unter dem kurzen Video meine Kontaktdaten ein und dann schauen wir mal, wie wir auch euch helfen können. Ansonsten wünsche ich euch, dass es euch in euren Pferden gut geht, ihr viel Spaß miteinander habt und lasst es euch gut gehen.